Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Mäsé vielleicht? Nein, meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Verzeihen Sie. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es! Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Entschuldigung? Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Erinnern Sie sich noch an mich? Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Nein, nein, ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin. Schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass Sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit Ihnen. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet? Nein, ich meine auf Französisch. Ach so, lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf, aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Die Kirche ist immer noch so prächtig, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken, die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der Dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie denn nächsten Samstag zur Kollekte? Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Der Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner geschriebenes. Nein, es hat keinen Sinn. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Da gehe ich bestimmt nicht noch mal rein. Das würde vielleicht Sinn machen, wenn der Brunnen voll... Das geht nicht. Das geht nicht. Warum sollte ich mitten in Paris Grund... Ich soll mich also erhängen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot.
Das wird nicht funktionieren. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Monsieur? Verkaufen Sie auch Waffeleis? Ich bitte zu entschuldigen, dass Waffeleis noch nicht in unserem Angebot ist, aber wir bieten recht günstiges Eis am Stiel an. Okay. Ein Stück Kuchen würde mir jetzt ganz gut schmecken. Excusez-moi, unsere Patisserie konnte uns diese Woche keinen Kuchen liefern. Für mich bitte einen Kaffee, schwarz. Komm sofort. Bitte schön, ein schwarzer Kaffee. Ich möchte dann gerne bezahlen. Das macht 2,10 Euro. Das ist ja Wucher. Aber gut, ich werde wohl nicht drum herum kommen. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ob sie die vermissen werden? Ich schätze mal nicht. Mit der Lupe kann ich das Kleingeschriebene gut erkennen. Neben dem Wort Baphomet steht Sue. Das könnte es sein. Hallo? Sue? Genau. Ja, das war's. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Keine Ursache. Vielleicht können Sie mir im Gegenzug auch helfen. Gerne. Wo liegt das Problem? Können Sie mir sagen, wo ich ein Museum finde, das sich vorwiegend mit den Templern oder Ähnlichem befasst? Mal überlegen. Wie wäre es mit dem Museum Notre in der Nähe von Montfaucon? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Haben Sie von der Explosion von vor ein paar Jahren gehört? Was? Na, die Explosion. Scherben flogen, ich mittendrin. Und was soll uns das jetzt sagen? Boom! Und alles war kaputt. Nur durch einen Hechtsprung zur Seite konnte ich mein Leben retten. Wie unglaublich spannend. Ja, ja, so war das damals. Hey Sie, Sie haben noch nicht bezahlt. Kostenlos ist hier noch niemand reingekommen. Kommen Sie sofort zurück. Können Sie mir sagen, wo ich Informationen über... Ruhe da draußen. Kommen Sie später nochmal vorbei. Ohne eine Eintrittskarte komme ich aber nicht ins Museum rein. Das ist nicht unser Problem. Wir gucken hier Fußball. Nein. Stören Sie uns nicht.
Oh nein. Sie lassen mich da nicht zufällig rein? Ich kann Sie leider nicht durchlassen, weil in den Räumlichkeiten dahinter zurzeit restauriert wird. Diese Räume stehen den Besuchern erst in 2 Monaten wieder zur Verfügung. Das Museum Grün ist wegen der Restaurierungsarbeiten sogar komplett geschlossen. Oui, das stimmt. Die Stadt investiert viel Geld in die Restaurierung aller Museen und Sie können von Glück reden, dass hier im Museum Nantes zurzeit nur wenige Räume betroffen sind. Wissen Sie was über die Templer? Von den mittelalterlichen Tempelrittern? Ja, von denen ist hinter mir im Raum einiges ausgestellt. Und um was handelt es sich dabei? So genau beschäftige ich mich damit nun auch wieder nicht. Meine Bereiche sind Fußball und meine Frau. Haben Sie eine dunkelhaarige...